Einen wunderschönen, dann bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Das wird jetzt hier, ja, eigentlich sind da zwei Sachen drin, ich muss das aber so auspacken, weil hier steht halt mein Name und alles. Ihr seht die zweite Sache denn jetzt schon, aber ja, weil wir später erst ein Video zu machen. Genau. Also da wird es ein einzelnes Video geben. Ich habe nämlich eine Anfrage bekommen. Ob ich was testen möchte. Und euch was zeigen möchte. Und ich fand das voll geil. Oh, vom Style her. Werdet ihr gleich sehen. Die Firma passt. Passt zu mir. Und zwar die Audio Coms. Audio Coms und das sind Audio und Coms, so, nee, Punks heißen die, genau, da unten war der Name. Von Alec. Ja, die Firma hat da mit so einem Wikingerkopf da drin und die Dings heißen Punks. Die sind für einen Helm. Seht ihr das? Die macht man denn da am Gurt fest. Da werden wir gleich ein Unboxing machen. Wobei sie gesagt haben, sie wissen nicht, ob es bei mir direkt passt. Und das Gute ist halt, man hat hier, das sind so wie Boxen halt, die man sich da so ein bisschen vom Ohr weghält. Ihr hört den Verkehr, ihr habt keine direkten Stöpsel im Ohr und alle drum und dran. Die haben einen Akku haben sie drin und so. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie sich schlagen und wie sie sich anhören. Ja, die werden wir uns dann jetzt, oh, hier ist beim Rausholen schon ein bisschen abgerubbelt. So. Die werden wir uns jetzt gleich nachher angucken. Und dann ist noch hier mit drin, da hat meine Frau mich draufgebracht. Die hat sich nicht die Seite mit angeguckt und die fand das gut. Save Your Life. Das ist so eine Art Button, den klebst du an den Helm ran. Und wenn du denn hinfällst, hast du 30 Sekunden Zeit, den Button auf dem Helm an diesem Ding zu drücken. Und wenn nicht, wird dann dein Notfallkontakt ausgelöst. Kannst auch den Notdienst oder so, wird es glaube ich auch damit bei. Dann gucken wir uns dann alles mal an. Crash-Helm-Sensor. Und da hat sie gesagt, das werdet richtig für die Kleine. Als Sicherheit. Wenn was ist, wenn sie Fahrrad fährt und wir mal nicht mit bei sind oder was weiß ich. Zack. Und davon habe ich gedacht, ja, so weit habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja. Und dann würde ich sagen, wir wechseln mal in die Unboxing-Ansicht. Und dann gucken wir uns jetzt gleich mal die Punks an. Und ich muss dann vorher noch mein Fahrradhelm holen. So, wir sind in der Unboxing-Ansicht. Wir wollen uns die Punks von Alec angucken. So, wir haben jetzt, da ist nichts weiter drin, wie ihr seht. Haben wir hier zwei Schachteln, wir öffnen mal, jetzt mal gucken, wie die zu öffnen sind. Ah, hier. So, in Schachtel 1, Quick Start Guide, ah, okay. Volumen Hold. Mute, holt zweimal und lange halten. Achso, wir haben dann auch wieder mit Touch was zu machen können. Voice Assistant, 2 Sekunden gedrückt halten. Also linke Seite, rechte Seite. Steht denn hier halt auch. Und hier haben wir. Ach, wir haben die zweimal so, ja. Ah, das ist der Twin Pass. Ah, hier steht es, habe ich gar nicht gesehen. Das heißt, ich kann das einstellen und Frauchen hört dann das gleiche wie ich, oder was? Wir machen erstmal nur einen.
So, das ist halt, wie gesagt, ihr könnt es halt als Single und als Twin Pass holen. Wir haben jetzt hier den Twin Pass. Da habt ihr zwei, vier davon, halt zweimal links, zweimal rechts, logischerweise. Und hier dann noch so ein Beutelchen. USB-C. Oh, löblich, 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 löblich. Ein USB mit zwei USB-C-Kabeln, dass man beide gleichzeitig laden kann und nur ein Kabel braucht. Löblich, löblich, löblich. Da können sich viele mal eine Scheibe von abschneiden. Die immer dann nur ein Ladekabel oder ein so ein Ding ranbammeln. Ja, und dann, welches ladest du zuerst? Ja? Und so kannst du gleich beide laden. Ist denn da unten noch was drin? Da unten ist nichts drin. Ja. Das sind sie. Ich zoome euch mal ein Stück weiter ran. So, da sind sie. Mit dem, also das Logo der Firma passt wohl super zu mir, würde ich mal so sagen. Und hier oben werden sie dann eingehakt und unten, das zeige ich euch gleich noch. Und was, oh Leute, guckt euch das an. Man sieht deutlich, welcher links und welcher rechts sein muss. Da können sich auch einige andere Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Egal bei welchem Kopfhörer oder was das ist, man sieht die Buchstaben nie. So, ich habe mir jetzt hier, müssen wir erstmal gucken, machen wir mal an hier. Muss ich jetzt beide Sepp ein anmachen und der geht, nee, beide muss ich anmachen. Ah, hier unten leuchten sie jetzt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die machen so Bing Bing. Ich habe hier so viele Nachrichten auf dem Desktop hier. Muss ich gleich mal alles weglöschen. So, zack. Bluetooth an. Bluetooth. So. Nee, falsch. So. Hier haben wir sie jetzt. Die wollen wir jetzt verbinden. Koppeln. Jetzt leuchten sie beide blau. Ich hoffe, ihr habt es mitgekriegt. So. Anruf, Medienwiedergabe, Kontakte teilen wollen wir nicht. Brauchen wir nicht, ist Quatsch. Lautstärke. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir nochmal das Heft raussuche, dann komm, nicht weggehen. So. Ist das auch der Button hier meint jetzt, wenn ich jetzt hier. Also ich höre, dass er was macht. So falsch. Mal gucken. Voice Assistent rechts zweimal. Ah, nee, 2 Sekunden gedrückt halten. So, das ist rechts. Und da den Knopf jetzt, ihr seht das auch rechts. Und ich zoome mal raus. So. Und jetzt 2 Sekunden gedrückt halten. Funktioniert. Wenn wir hier Double, 2 Sekunden gedrückt halten. So.
So, nochmal. Eins, zwei. Hä? Das soll für den Pairing-Modus sein. Play, Games, 2 Sekunden, Paar, Mode. Double Tap. Eins, zwei. Eins, zwei und hier drückt halten. Eins, zwei und beim zweiten Mal hier drückt halten. Einmal ist Mute, wieder Endmute. Start oder Stopp, ist es auch. Ja, so, dann werden wir mal gucken. Bevor ich sie jetzt an den Helm ranmache, Spotify. 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 Ich mache mir das mal hier so ein bisschen schräg, dass man das ein bisschen besser sieht, weil das ist ja gerade ein bisschen doof. Onkels nicht. Nee. Nemesis. Da haben wir Nemesis. Mythos Barbarossa nehmen wir jetzt einfach mal. So. Ah, okay. Eins, zwei. Gut, jetzt sind sie wieder paired. Ah, ja, jetzt taucht sie wieder auf. Alles klar. So. Ach so, jetzt geht er die Titel durch. Press and hold. Power off, okay. Wenn wir im linken. Okay, jetzt sind sie auf der lautesten Lautstärke. Also es funktioniert. Hier. Wir machen jetzt aber erstmal. So setze ich ihn auf. Welche Leine hatten wir doch an dem oberen, genau. Am vorderen, genau. So setze ich ihn auf. Und dann ist das rechts. Und das ist links. Links kommt dahin, das ist rechts. So. Und dann gucken wir uns das mal an. Und die sollen dann praktisch hier im Helm reingemacht werden. Ist halt für Skihelme und so gedacht.
für Motorradhelme eigentlich nicht, aber da ich ja bei mir ein sehr dünnes Band habe, passt das eigentlich trotzdem. Eigentlich. So, machen wir das immer mal so zusammenklicken hier. Ach, das ist wieder, da musst du wieder so, musst du wieder geschickt sein. Das ist nur für dicke Pfoten. Ah, jetzt habe ich's. So, genau, erste kleine Reihen, dann das große Reihen. Also da, wo mehr Platz ist. Ich hab's verkehrt rum, oder was? Och Gott, ich hab's verkehrt. So, jetzt muss ich nochmal gucken. So rum kommt es. Dass es hier draußen auf dem Band dran ist. So. Ah, jetzt habe ich's. So. Ja, mein Band ist hier ein bisschen breit vom Helm. Nee, doch, passt. Passt, passt, passt. So. Und dann muss ich hier wieder in die Richtung biegen, dass ich das hier durchmachen kann. So. Oh, jetzt habe ich angemacht. Mal Pause. So, jetzt haben wir es aber. Ja, mit ein bisschen Fummeln kriegst du das hin. Kannst du auch denn noch nachstellen hier? Ja. Ist auch dicke Plaster, also sollte eigentlich nicht so schnell kaputtieren. So. Und dann haben wir es schon mal einmal dran. Ich habe schon wieder angemacht. Oh, mein Bauch knurrt. Ich muss ja mal langsam was essen. So. Und das ist auch, kontrollieren wir nochmal. Ja, das ist die rechte Seite und das ist die linke Seite. Genau. So, dann müssen wir das nämlich hier festmachen. In der richtigen Richtung. So. Na, jetzt kriegt es schon schneller hin und besser. So. Seht ihr? Ist schon dran. Es macht sich halt ein bisschen blöde hier jetzt. Am Tisch. So. Mach jetzt einfach hier rein. Dann knicke ich das hier um und schiebe das hier mit rein. So, weil der Platz ist hier noch da. Das passt. Achso, ich müsste hier mal ein bisschen Luft lassen, so. Dass man das ein bisschen besser biegen kann. Also nicht das Plastik, sondern halt das Band vom Motorradhelm. So, und schon ist er dran. So. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das hier noch in der richtigen Höhe haben. So, und dann sieht das praktisch so aus. Wenn wir den jetzt hier zumachen. So. Müsste auch etwa die gleiche Höhe sein. Nee, das könnte so ja noch. Der könnte hier so ja noch ein Stück höher. Also passt auch beim Motorradhelm. Sollte eigentlich nur für Skihelme sein und so, weil die Skihelme halt ein Stück dünnere Bänder haben. Ja, so passt das schon.
So, könnt ihr das dann vielleicht so ein bisschen sehen? Hier ist es jetzt dran, da und da. Ja, wenn man sich da so zurechtgefummelt hat, dann geht es eigentlich ganz, ganz fix, dass man das in dieses Breite zu reinmacht und dann halt in diese Schmale zum Schluss. Einfach dann halt und dann so und dann ein bisschen hin und her und dann flutscht der da schon alleine rein. So, ich würde sagen, wir wechseln mal von der Unboxing-Ansicht in die andere Ansicht. Um uns jetzt auch mal zu gucken, ob es auch wirklich funktioniert. So, wir sind jetzt in der anderen Ansicht. So, wir machen das jetzt erstmal wieder auf. Habe ich das verkehrt rum jetzt? Nee. So, warte mal, ich muss nochmal gucken. Das ist rechts. Ja doch, das ist richtig rum. Das ist links. Ja, ist richtig rum. So. So, jetzt habe ich meinen Helm halt auf. Ich werde das mal noch ein bisschen. So. Ich habe jetzt meinen Helm halt auf. Seht ihr ja? Wartet mal kurz. Der Fokus ist gerade nicht so. Der ist auf, wieso der auf manuell ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ist doch auf. Nee, ist auf automatisch. Keine Ahnung, was da jetzt war. So, und dann haben wir das jetzt praktisch den Helm jetzt auf. So, das ist mein Fahrrad-Motorradhelm. Ich muss mal gucken, hier kann ich denn eigentlich, muss ich dann noch mal ein bisschen verstellen. Hier ist mir das ein bisschen eng am Hals. Das, obwohl ich kann ja auch hier nicht so weit einrasten. So. So, und wenn ich jetzt hier. Das ist geil. Ich hab Stereo. Mythos Barbarossa. Das ist doch das lauteste. Ich habe gespult. Hört sich gut an. Also überhaupt nicht blechernd oder irgendwas, hört sich wirklich gut an. Aber was für mich jetzt noch wichtig ist, Maps, Google Maps, immer hell, immer dunkles Design. Wieso ist der schon wieder auf hell? So, und dann lasse ich mich jetzt mal navigieren nach Berlin. Route starten. Ja, 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 mach mal. Route geht durch Umweltzone. Route geht durch Umweltzone, aha. Auf Kastanienweg nach Westen Richtung Eichenweg starten. Ja, doch. Ich habe jetzt nämlich geguckt, wie das sich mit der Stimme vom Navi verhält, wie laut ich die höre und ob ich die gut höre. Und im Verhältnis, wenn ich Musik anhabe, wann, wie die Stimme dann höre. Ich höre die Stimme sehr gut, klar und deutlich. Bin begeistert. Ich muss halt nur noch hier die eine Seite hier noch irgendwie gucken. Das noch ein bisschen verstellen.
hinterm Ohr, die eine Seite, das hatte ich von Anfang an, das muss ich, ist noch nicht richtig so, wie es sein soll. Und die Länge könnte ich vielleicht auch noch so ein bisschen was. So. Muss ja nicht viel sein. Ich brauche halt nur so ein Müh mehr Länge. Ja? Aber ich bin begeistert. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sich das so gut anhört. Jetzt werden wir mal noch schnell testen. Was passiert denn? Sind die... Ich doch, die sind eigenständig, oder? Oder sind die... Sind die... welchen muss ich jetzt nehmen? Rechts, glaube ich, war das. Ja. Links hoch anmachen. So. Ich will nämlich jetzt mal gucken, ob die doppelt zählen. Nee, die jetzt dran heißen OJG und die sind OKU. Super. Also ich bin echt begeistert. Also nicht nur vom dass das alles so reibungslos funktioniert, auch vom, es ist Plug and Play, die Anleitung ist leider in Englisch, ja, aber ist es halt nur von den Knöpfen, das kann man auch mit einem Übersetzer schnell machen, Plug and Play, gleich, funktioniert gleich, man hört klar und deutlich was, mit dem Reinmachen, beim ersten hat man so ein bisschen den Friemel, danach klappt das eigentlich ganz wunderbar. Sehen auch echt cool aus. Die fallen auch kaum auf, wenn man hier so dran guckt. Ja? Oder hier. Die sind auch nicht störend oder schwer. Gar nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin wirklich perplex. Server Plus, Server Plus, Learn More. Also hier ist auch noch ein, ist auch noch eine. Achso, wir haben auch eine App dazu. Muss ich die jetzt haben oder? Ich habe jetzt die ganze Zeit ohne App gemacht. Kann man da denn vielleicht noch was verbessern? Gucken wir mal. Leck. Ah, da haben wir sie. Ski and weiß ich was. So, jetzt wollen wir aber auch noch über den Strichcode gucken, wo wir da hinkommen. So, da kommen wir auf eine Webseite. Einfügen. Ein Paar und zwei Paar. Also mit ein Paar 139 Euro, mit zwei Paar 296 Euro. Mit der Sync. Unlimited Range Group Dual Wind Block Mix. Noise Cancelling. Bass Wind. Dynamic Drive.
Hoppala. Bin ich hier zu weit zurückgegangen. Einfügen. Bike perfekt, also für das für Skifahrer und Biker geeignet, also Fahrradfahrer. Also ihr könnt euch Navi dann ranballern und anmachen, ihr hört es super. Hier stehen auch die Größen. Jetzt gucken wir mal. So, jetzt haben wir die Amleck-App. Wir machen einfach mal Connect mit Google, geht am schnellsten. Nickname Odin, Confirm. Bild ist auch passend, machen wir alle rein. Ride with Friends. Join a group. New. From library. Hier irgendwie. Ich kriege das Bild nicht größer. Oh Gott. Entschuldigung Leute, aber ich bin immer noch nicht ganz auf dem Damm. Na gut, das ist nur das halbe Logo halt drauf. Down. Gruppname, Audience Tests, neue Gruppe. Gott. Ah, ich bin der König, weil ich gegründet habe. Ah, hier kann ich dann mit einem Freund einladen, mit Freundescode. Und dann kann man sich da unterhalten, oder was? Ich habe jetzt ja leider kein spätes Handy hier. Privatmode. PT-Mode. Delete-Koppel. Ja, cool. Privatmode natürlich. Go live. So. Map. Ah, ist ja geil. Kann man hier Mikrofon aus und Mikrofon anmachen? Zählt wie ein Anruf, so wie es aussieht.
Enable. Jetzt muss ich hier Berechtigung noch machen. Berechtigung. Immer Alarm. Startbildschirmverknüpfung. So, jetzt habe ich die beiden Sachen noch erlaubt für Mikrofon und alles und Bluetooth. Erlauben. Ah, jetzt werden mir oben die auch angezeigt. Oh, ich kann euch die Landkarte leider nicht anzeigen. Das ist nämlich zu genau. Ich gehe mal nach Berlin. Ja. So, ich bin jetzt mal nach Berlin gegangen, damit ihr das jetzt nicht so genau seht, wo ich bin. Ja? Dass ihr das jetzt hier sehen könnt. Also, wie ihr seht, ich habe jetzt eine Gruppe erstellt. Ja, oben sieht man dann den Namen. Bei mir steht dann Alec Punks OJG. Ja, seht ihr das? Kann ich mich denn doppelt? Und dann habt ihr jetzt so die Landkarte. Und da seht ihr ja, dass wir miteinander reden wollen. Ja? Da. Und dann kann ich halt auch Mikrofon stumm. Und dann kann man sich da während der Fahrt die ganze Zeit unterhalten, wie so ein Funkgerät sozusagen. So, ich kann auch auflegen. No. So. Connect to Device. Add Device. So, hier hat man dann. Habt ihr denn verschiedene, die ihr auswählen könnt? Das sind jetzt die 006, das sind jetzt die neuen. Die da. Da habe ich aber nichts, wo sie reinpassen. Ich habe keinen Skihelm oder so. Und da oben sind die Punks. Und dann haben sie auch noch Other, also andere Kopfhörer. So, ich nehme Punks. Get go. So. Ich werde jetzt einfach mal die zweiten Punks hier auch mit verbinden. Gucken, ob das funktioniert. Eins. So, sind jetzt an. So, jetzt scannt er gerade. Die 0. Die OK. Koppeln. So, ich bin jetzt drinne und die haben jetzt. Ach, sie soll ja den Akkustand da. 83%. Entschuldigung. 83% haben die. Aber welche sind das jetzt? Firmware 1.21.
Audio-Settings. Hier kann ich denn nur das Setting ändern? Cool. Gruppenguide. Open Guide. Firmware. Remote. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich jetzt hier Musik anmache. Nee, funktioniert nicht. Ich bin jetzt mit den, ich bin mit beiden verbunden. Ich hab beide drinne. Ach so, die, ja. Bringt ja nichts, wenn die nicht an sind, logischerweise. Ach Gott. So. APTX steht auch da. Ich kann auch beide anhaben, aber einer steht immer nur auf aktiv. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt hier. Das geht nicht. Jetzt gucken wir mal in der App. Ich glaube, da braucht man aber ein zweites Telefon für, oder? Muss man denn einladen? Wo meine Frau immer von Apps total begeistert ist, wenn sie sich was Neues holen soll. Join. Join Group. Ich bin doch hier. New. Ein Member. Get live. Test, 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 1, 2, 3. Test, Test, Test. Test, 1, 2, 3. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Nee, also das mit ihm Handy funktioniert das nicht. Gut, da werden wir mal gucken. Ich werde mal meine Frau fragen, ob ich mir von ihr das Handy borgen darf. Dann können wir da noch ein bisschen rumspielen. Um zu gucken, wie das dann alles funktioniert. Ich glaube, da mache ich weg, aber dann zwischendurch dann doch ein bisschen trennen und nicht nur ein Video machen, dann machen wir mehrere Videos. Das ist sonst ein bisschen zu viel und zu lang. So. Ich mache jetzt hier mal kurz einen Cut und ich hole jetzt mal oder versuche mal das Handy von meiner Frau zu organisieren. So, ich habe mir jetzt mal zu meinem Handy das Handy von meiner Frau geholt, der Tonner. Und da werden wir jetzt mal gucken, ob das jetzt und wie das jetzt funktioniert. So, hat Musik. Welcher war wofür an? Rechts war dafür an. Power on, links. Gut, wieder an. Jetzt setze ich mir den mal auf hier, da ich das halt höre.
So. Und jetzt muss ich erstmal in die App wieder rein. Ja, da reingehen. So, jetzt sind zwei Profile drin. Ich habe halt noch ein zweites Profil über mich gemacht, über meine E-Mail-Adresse. Weil irgendwie mit Google ging bei dem Horner nicht irgendwie. So, go live. Sage ich jetzt einfach, ich gehe jetzt live. Ich bin live. Not live. Achso, jetzt zeigt er mir an, dass das hier noch nicht live ist. Ich gehe auch live. Zustimmen. So. Ah, ich gehört. Test, 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 test. Test, 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 test. Ich weiß aber jetzt nicht, wo er das Mikrofon hernimmt. Hier, glaube ich. Warte mal. Test 1, 2, 3. Test, test, test. Test, test, test. Test, test, test. Doch, die gehen. Ist nicht am Handy. Test, test, test. Test, test, test. Test, test, test. Test, test, test. 1, 2, 3. Das funktioniert wirklich richtig cool. Warte mal, jetzt mache ich mal den mal hier ans Ohr halten. Test 1, 2, 3. Das ist richtig cool. Was können wir denn da jetzt noch für Spielerei machen? Ich mach mal jetzt mit dem Map. So, und sag jetzt. Ja. Gut, gut. Maps. Also kannst du ja die aus. Da was. Ah, hier haben wir was. Haben wir hier. Bike, Snow, Motor, Bike. Ach, da werden auch ganz andere Strecken angezeigt. Cool. Wir befinden uns jetzt hier. So, join. Also die Qualität vom Mikrofon ist eigentlich ganz gut. Audio Setting. Open Guide. So, Software 1.21 ist drauf. Und bei mir jetzt ist. Wieso habe ich denn hier so ein anderes Symbol? Device. Ich habe normale Kopfhörer. Obwohl da die Plugs stehen. Und hier ist bei der. Ist halt das Zeichen von den Punks. Oben zu sehen. Also da ist hier jetzt so ein kleiner Fehler. So, join. Nee, join wollen wir nicht. Darauf. Settings. Connect device. Device, das, go live, go live, go live. Oh, das war zu dicht. Ja, ja, so, 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 so. Jetzt hat er auch die richtigen drin. Jetzt habe ich auch das richtige Symbol
Und nicht irgendwie ein Anritt oder so, also von irgendwelchen Kopfhörern. Ist ja geil. Ich kann euch die Map jetzt leider nicht zeigen. Oder wartet mal, ich gehe mal wieder nach Berlin. Dann gehen wir nach Potsdam. So, hier ist Potsdam. So. Die ist jetzt für Bikes. Also ist für Bikes hier geeignet. Und ihr könnt euch dann praktisch währenddessen hier unterhalten. Aber was ist denn, wenn ich jetzt Musik anmache? Ist das denn für mich oder für alle? So, mal gucken, ob es funktioniert. Das funktioniert. Aber die ist jetzt ganz leise im Hintergrund. So, jetzt habe ich die hier drüben. Test, test, test. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, die Musik läuft da nicht. Also die läuft dann privat, aber sehr, also wenn man in diesem Dingsmodus ist, wo man sich unterhalten kann, sehr, sehr leise. Wartet mal, ich muss jetzt erstmal zusehen, dass wir hier kein Echo. Zack, Mikrofon aus, trennen. Yes. Raus aus der App. Welcher wartet jetzt für off? Der rechte und den für drei, nee, für 4 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann werde ich die nämlich auch gleich mal laden. Es ist, das funktioniert recht geil. Ich habe jetzt mal ein bisschen rumexperimentiert. Also man versteht, also das ganz gut. Jetzt mit dem Windgeräusch kann ich jetzt natürlich hier drinnen nicht nachahmen. Achso, ich müsste hier auch mal. Warte mal. Was hatte ich gesagt? Rechte Seite, war? Ja, rechte Seite. Wo ist der Knopf da? 1, 2, 3, 4. So, und da ist der auch raus. Also ich muss sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es also dass es so gut funktioniert, wie es funktioniert. Mit dem Ranmachen, mit dem Koppeln hat bei mir super funktioniert. Hier wolltet erst ewig nicht koppeln. Da musste ich erst einen Neustart machen. Da war irgendwas mit dem Honor und der Honor wollte sich auch nicht in den Account für die App erstellen, wo ich sage, ey, nimm mal meine Google-Daten. Das wollte das Honor auch nicht. Warum auch immer. Aber es macht nichts. Es ist cool. Es ist. Ich kann Musik hören, ich kann auch gleichzeitig quatschen. Das ist jetzt für mich und meine Frau halt interessant. Wir können das Ding halt laufen lassen nebenbei, können uns unterhalten, wenn wir mit der Kleinen eine Radtour machen zum Beispiel, ja, können uns mit der Kleinen unterhalten. Oder wenn einer fährt ja immer vor, die Kleine fährt ja in der Mitte und brauchen halt nicht brüllen und können sagen, hier komm, wir fahren hier, wollen wir hier anhalten? Ja, halt mal an. Oder dann kommen, fahren wir weiter. Oder wollen wir Rast machen? Oder was weiß ich? Oder guck mal, wie sie fährt oder was weiß ich. Und dann kannst du mal nach hinten gucken kann oder so. Ja, also da können wir uns dann halt die ganze Zeit austauschen. Es ist gut. Also oder auch für Bikergruppen, wenn viele jetzt mit Freunden in den Wald wollen. Ja, da kann man halt quatschen. Hier, ich habe hier eine coole Location, ich habe hier dies. Und dann braucht man nicht extra anrufen. Man ist die ganze Zeit verbunden und kann quatschen oder halt auch nicht quatschen. Man kann sich muten. Man hat ja meistens Handy dann vorne so dran am Lenkrad. Dann kann man einfach rüber machen und dann ist es gemutet. Ja, dann hört euch keiner. Ihr könnt die anderen muten.
Also das ist, also mir persönlich gefällt das Design von der App sehr gut. Das wäre schön, wenn man das vielleicht noch dunkel machen könnte, wenn es auch im dunklen Modus funktionieren würde. Da müssen wir mal gucken, was ist denn, wenn ich den dunklen Modus erzwinge? So, ich gehe mal raus aus dem Gespräch. So. So, ich bin jetzt im dunklen Modus und ich gehe, also im hell, im weißen Modus und ich gehe jetzt einfach mal Einstellungen. Dunkle Modus. Weitere dunkle Modusoptionen. Dann ist die App nämlich gleich oben und dann hake ich die jetzt mal an. Zack. Nee, passiert nichts. Also das ist. Also das wäre schön, wenn man das denn noch ändern könnte, weil dieses Weiß, das ist. Ey, das ist zu grell. Das macht keinen Spaß. Das muss geändert werden. Weil am Anfang ist sie ja schwarz. Mit der Landkarte finde ich saugut. Wir haben Just Me. Wir haben Live. Also hier haben wir Gruppe. Everjoy. Snow. Dann Bike. Und Motorrad haben wir auch noch. Da sieht es ja noch ein bisschen anders aus. Ein bisschen. Achso, da, beim Motorrad zeigen sie noch ein bisschen mehr die Umrisse. Ich kann euch das leider nicht zeigen, weil das alles hier zu nah bei mir ist. Ton ausmachen. Und es waren jetzt alles mobile Daten. Also ich hatte ja extra WLAN ausgeschalten, um zu gucken, wie es funktioniert. Und mit den mobilen Daten, das funktioniert ja heutzutage sehr zuverlässig. Also ich muss sagen, also ich bin begeistert. Vor allen Dingen, du hast die Dinger da im Kopf. Ja, du hast nichts im Ohr oder was weiß ich. Wo dann die Polizei sagen kann, oh, du hast ein Stöpsel im Ohr. Nee, hast du nicht, die hängen ja da dran. Das ist wie, praktisch wie eine Box, die vor deinem Ohr hängt. Ja? Aber das ist nicht verboten. Also, ranmachen gut, alles. Die Gesprächsqualität war gut. Jetzt müsste ich mal gucken, wie das jetzt ist bei Wind natürlich. Das kann ich aber nicht aufnehmen, weil meine Frau wieder nicht gefilmt werden will. Dann kann ich euch dann höchstens im Fazitvideo sagen, wenn wir sie demnächst mal benutzen werden. Aber jetzt ist gerade halt viel Schnee und Eis und da ist es halt schlecht mit Fahrradfahren, weil wir wollen ja nicht, dass die Kleine sich hinpackt. Aber werden wir demnächst machen. Und dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen und Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.